Herzlich willkommen zum heutigen Matz im Netzhoppers Gespräch der Woche. Diesmal bin ich im grünen Salon der Landpost Arena zu Gast. Mein Gesprächspartner heute ist Präsident Dr. Hans-Jochen Rothner. Hallo Jochen, schön, dass du Zeit hast für mich. Hallo Oliver, jederzeit gerne. Okay, fangen wir mal einfach ganz locker an. Seit wann bist du denn Präsident bei den Netzhoppers? Ich müsste jetzt 22 Jahre sein. Und wie bist du zu dem Posten gekommen? Wir hatten einen Verein, VfB 09, kurz nach der Wende gegründet. Das waren ein paar Enthusiasten von Volleyballern. Und wir haben gute Arbeit geleistet, Kreisklasse, 100 Zuschauer, und sind die Netzhoppers auf mich drauf zugekommen, ob wir unsere Arbeit nicht zusammenlegen können, was ja durchaus natürlich ist. Und da haben sie mich gefragt, ob ich Delegationsleiter mache nach Sri Lanka mit einer ersten Mannschaft von Netzhoppers. Und daraus hat sich dann nachher so ein Konzept zusammengesponnen. Und dann ist die Spirale dann so langsam losgegangen nach oben. Was sind denn eigentlich die Aufgaben eines Präsidenten? Du hast mir gerade vor dem Interview noch gesagt, du machst das ehrenamtlich. Ab 16 Uhr ist dein Netzhoppers-Leben, geht denn in Gange? Ja, das kann man so sagen. Also ja, das ist immer schwierig, das zu machen. Vielfach ist man einfach als Feuerwehrmann natürlich auch unterwegs und versucht also Lösungen zu erarbeiten, egal in welchen Bereichen. Weil das Ehrenamt, alle ehrenamtlichen Helfer haben natürlich irgendwie Jobs und können natürlich nicht viel Zeit investieren. Konzeptarbeit zu machen, Veranstaltungen leiten, Vorstandssitzungen machen, Protokoll führen, Gespräche führen, einfach zu gucken, wo Lücken sind, wo man aushelfen kann. Und natürlich wichtig ist einfach die finanzielle Absicherung, mit Sponsoren und Spendern sprechen. Die Netzhopper spielen jetzt im 10. Jahr in der ersten Bundesliga, davon also insgesamt 11 Jahre erste, zweite Liga, ein Jahr waren sie in der zweiten Liga. 10 Jahre Netzhoppers erste Liga, welche Erinnerungen hast du an diese Zeit? Also überwiegend sind es eigentlich positive Erinnerungen. Man kommt ja schon gar nicht mehr dazu, einfach sich mal in Ruhe in der Ecke zu setzen und einfach mal nachzudenken, was so 10 Jahre Netzhoppers eigentlich bedeuten, eigentlich auch für die Region bedeuten, das muss man ja auch dazu sagen. Wir haben natürlich auch Tiefschläge erlebt, wir sind manchmal ganz nah an der Kante des Abstieges, auch des finanziellen Abstieges gegangen. Wir haben immer Partner gefunden, die uns zur Seite gestanden haben, ob es der Bürgermeister in Königs Wusterhausen oder vor allen Dingen der Bürgermeister in Bessensee ist. Klaus Quasdorf hat uns da wirklich eigentlich damals aus einer Misere gerettet, weil wir damals in der Dinterhalle nicht mehr spielen durften. Die Ausnahmegenehmigung war abgelaufen und Klaus hat uns da geholfen, den Bundesliga-Sport zu erhalten. Und nicht nur deswegen bin ich ihm eigentlich sehr dankbar. Für die Zuschauer, die es nicht wissen, warum musstet ihr aus der Dinterhalle überhaupt raus? Ja, da gab es die übliche Frage der Hallenhöhe. Wir hatten, die Dinterhalle ist konzipiert worden, ob nun mutwillig oder nicht, dass uns 50 cm fehlten. Und das war eine ganz kritische Phase, denn weil die Dinterhalle ja eigentlich eine schöne Halle ist. Mhm. Da haben wir uns eigentlich auch wohl gefühlt. Wir kommen ja auch, Königs Wusterhausen ist ja unser Standort noch mit den Jugend- und Kindersport, was wir auch beibehalten wollen und für die Region natürlich auch den Volleyballsport da ein bisschen zentralisieren wollen. Und die Dinterhalle war dann einfach zu flach. Ein Balken war zu flach, um das mal so zu sagen. Vielleicht schreibe ich mal ein Buch drüber. Wie hoch muss eine Bundesliga-Halle sein? 9 Meter. Und die Dinterhalle? International 12 Meter. Und die Dinterhalle hat 8,50 Meter. Gut gerechnet. Es ist natürlich traurig, dass man aus so einem guten Standort nach Bessensee wechseln musste. Dinterhalle in der Nähe des Bahnhofs, gut erreichbar, auch für zusätzliche Fans. Mhm. Bessensee ist doch ein bisschen außerhalb vom Schuss, sage ich mal. Ja, die Fans kommen natürlich trotzdem nach Bessensee. Ich werde vielfach natürlich angesprochen, aber das ist so, im Märkischen Land ist das immer so ein bisschen Hanebüchen. Ich meine, wenn ich jetzt erste Bundesliga in der Region spiele und ich bin interessiert an diesem Sport, auch an dem Fluidum, was hier in der Landkost Arena rübergebracht wird, dann nehme ich einfach mal die 3-4 Kilometer auf mich und fahre einfach hierher. Wir haben auch die Regionalzuganbindung, sodass also viele auch aus Berlin kommen, aus Frankfurt-Oder kommen, aus Eisenhüttenstadt, aus Herzberg. Also da sieht man, dass man also die Wege auch nicht steuert. Früher waren bis zu 1000 Zuschauer bei den Heimspielen in Netzhoppers präsent. Heutzutage sind es so im Schnitt 500, 550. Wie kommt dieser Zuschauerschwund zustande? Es ist immer so eine schwierige Sache. Also natürlich ist es, wir müssen immer Werbung betreiben, ob es die Banden in Königs Wusterhausen sind, ob es die Veröffentlichungen in der Matz sind.
Wir müssen natürlich immer mal neue Ideen haben, um Zuschauer herzulocken. Mittlerweile ist es natürlich auch so, dass für viele das eine Normalität ist, dass wir da spielen. Das muss man ihnen, der Bevölkerung auch immer mal vor Augen halten, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Das ist uns nicht immer gelungen, denke ich mir. Wir versuchen da immer wieder neue Wege zu gehen. Alleine wenn ich jetzt dran denke, was es für eine Mühe macht, die Halle herzurichten für die Heimspiele. Deswegen habe ich mir schon überlegt, ob man diese Sache nicht mal im Zeitraffer einfach mal im Video rüberbringt. Denn wir haben pro Spieltag wenigstens 10 bis 15 Leute, die alleine für den Aufbau der Halle und der Herrichtung der Tribünen, der Banden und des Bodens einfach gebraucht werden. Und da sollte man einfach auch volle Ehrfurcht haben. Der Boden, du hast den Boden angesprochen, ist ja neuer Boden, den musstet ihr vor der Saison kaufen. Ja. 25.000 Euro kann man ja sagen, der wurde vorgeschrieben. Wie lange dauert der Aufbau dieses Spielbodens für ein Spiel? Rekordzeit steht bei 2,5 Stunden. Aber den ersten Aufbau waren 2 Tage oder welcher Recht informiert? Wir hatten ja unsere Teams angefangen hier von Netzinus, die uns unterstützen, zu allen anderen Ehrenamtlichen, die also unterwegs waren und sich in Lüneburg kundig gemacht haben und bei anderen Standorten, wie man diesen Boden legt und vor allen Dingen dann nachher auch wieder fachgerecht wieder abbaut. Das ist ja nicht nur das Vorbereiten, sondern auch das Nachbereiten. Blicken wir mal auf das morgige Spiel, auf das wichtigste Spiel der Saison, würde ich mal sagen. Es geht im dritten Playoff-Match gegen den TV Rottenburg, innerhalb kürzester Zeit bereits das 4. Mal. Davon konntet ihr 3 Spiele gewinnen. Nee. Punktspiel habt ihr gewonnen, das erste Playoff gewonnen, das zweite Playoff verloren. Und morgen kommt zum 4. Duell. Müsste hinkommen, ja. Ja. Was ist da drin morgen im entscheidenden Match? Alles. Aber da muss die Mannschaft eine bessere Leistung bringen als am vergangenen Sonntag in Rottenburg. Sie muss sich auf alle Fälle ein gutes Gefühl haben und körperlich fit sein. Und eine gewisse Müdigkeit, die nach so einer Saison natürlich ist, und kleine Blessuren oder große Blessuren müssen natürlich möglichst abgeschaltet sein. Die Jungs sind fokussiert, denke ich mir. Es wird sich auch zeigen, es wird dem Publikum auch gezeigt werden, dass die Mannschaft das will, natürlich den Playoff-Platz zu ergattern. Das war auch unser Ziel, das war auch teilweise eine Forderung von unseren Sponsoren, dass wir das machen. Über die ganze Saison haben wir einfach immer mit Verletzungssorgen zu tun gehabt. Und gerade zum Ende der Saison ist es natürlich umso schwieriger, wenn man dann natürlich Spieler hat, die zwar von der Motivation nicht müde sind, aber eben körperlich eben auch teilweise fest sind. Aber ich denke mir, durch unsere Physioabteilung und durch unsere Ärzte werden wir da eine tolle Truppe wieder auf dem Platz haben. Dann wünschen wir der Mannschaft für das morgige Match gegen Rottenburg viel Erfolg. Schönen Dank, Jochen, dass du Zeit für mich hattest. Ja. Gerne, jederzeit wieder. Danke sehr.